100 brauche ich ja, um diese 10 Kilo geknackt haben. Und es könnte heute soweit sein, dass ich die geknackt habe. Vielleicht muss ich ja noch eine Woche. Okay. Ich hab wirklich keine Ahnung. The future is now. Steffi hat ja im September großspurig verkündet, dass sie es locker schafft, 10 Kilo abzunehmen. Das wird ein leichtes. Nee, locker hast du ja eigentlich nicht gemacht. Du hast schon ziemlich gebibbert und gezittert. So, mein Schatz, wie motiviert bist du? Eigentlich wollte ich nur ringfit. Eigentlich wollte sie nur. Und unser Team muss Geld spenden. 65 Tacken. Das haben wir, genau, das haben wir auch noch dran geknüpft. Für jedes Kilo wird es auch noch eine Spende geben. Und dann, ich erinnere mich noch an den September zurück. Es wird abgespeckt. Okay, erste Aufgabe, Treppensteigen. Das sind schon die ersten Grams. Hier ist es. Das Eis ist der Nachtisch. Nee, das ist die Vorspeise. 20 Minuten später. Boah, das ist krass. Oh. Du hast im September im Anschluss an die Folge ganz schön viel Schokolade gegessen. Für Schokolade sterbe ich. Was wäre ein Tag denn ohne dich? Und liebe Leute, weil einige von euch das gesagt hatten, nicht ich war die treibende Kraft so. Ich liebe Steffi wahrscheinlich auch mit 150 Kilo. Oh, ich will keine 150 Kilo wiegen. Genau, das ist nämlich der ausschlaggebende Punkt. Ich bin nämlich die Erste, die es mitbekommt, wenn sie selber mit sich unzufrieden ist. Nein, das stimmt nicht. Ich habe mich gezwungen abzunehmen. Ich bin als Entscheidung. Wirklich niemand auf dieser Welt schafft es, Steffi zu irgendetwas zu zwingen. Das stimmt. Also, warum das Ganze überhaupt? Man merkt jedes Kilo, was runter ist, das muss man sagen. Also, klar schnarcht man, wenn man eine gewisse Kampfklasse erreicht hat. Also zumindest... Wenn man das so mitnimmt, also selbst wenn man 10 Kilo abnimmt, dann macht man bei jeder Sache 10 Kilo weniger. Ich meine, das muss ich mir vorstellen, das ist so ein Kasten Wasser. Mein Lieblingsbeispiel ist wirklich, dass ich mich mal ertappt habe und überlegt habe, ob wir noch Süßigkeiten zu Hause haben oder ob ich jetzt noch mal einkaufen muss. So als wenn es Brot wäre. Ja, ich so, okay, was haben wir im Süßigkeiten-Schrank? Nee, ich sollte noch mal bei MP ranfahren, so dachte ich, ja. Und man muss dazu wirklich sagen, dass also Steffi hat, seit sie hier in Eime ist, knapp 20 Kilo zugenommen in 5 Jahren, ne? Ja, Eime, ihr messet mich. Eime ist schuld, genau. Essen schmeckt einfach zu gut hier. Wartet, ich habe, damit ihr mir das mal glaubt, hier seht ihr mal ein Frühstücksbuffet. Und von diesem Frühstücksbuffet hat Steffi halt nicht nur eins in der Woche. So, also es ist schon durchaus so, dass man in diesem Beruf tatsächlich aus beruflichen Gründen sehr häufig an Buffets steht und nicht jedes Mal sagen kann nein. Denn wenn das Buffet nicht in einem Restaurant zum Beispiel ist, sondern zu Hause, dann haben das die Leute selber gebacken und gekocht. Und dann kannst du nicht immer sagen, esse ich alles nicht. Weil ist ja Urgroße Omas Liesels Lieblingsrezept, was sie bei der Flucht aus Schlesien hier rübergerettet hat. Es gibt Tage, da gehe ich frühstücken, also brunchen. Dann gehe ich... Also Mittag gehe ich dann nicht mehr essen, weil es ist ja Brunchen, aber dann zum Kuchen, Kaffee und Kuchen. Und abends bin ich dann auch nochmal irgendwo Bier zwitschern, ja? Also das kannst du dir alles schönreden in dem Beruf. Genau, und das alleine wäre schon dramatisch genug und dazu kommen dann eben wirklich unsere, muss man sagen, krass schlechten Angewohnheiten, die dafür sorgen, dass wir abends auf dem Sofa vorm Fernseher sitzen und versuchen, den Stress, den wir tagsüber hatten, damit zu kompensieren, dass wir... Ach, das ist es gar nicht bei mir gewesen. Es ist einfach so, es ist halt geil, Trash-TV zu gucken mit Fettschoki und Chippies. So Stress, das ist so... Dann kannst du ja nichts ändern. Ich finde, wenn man mal das auf Stress reduziert, dann dürfte ich jetzt nicht drauf achten. Weil der bleibt ja. Ja, aber der Umgang mit Stress ist ja ein anderer. Das ist zumindest einer der Umgänge, die wir jetzt haben, dass wir stattdessen ja andere Dinge tun. Genau. Ja, wir tun andere Dinge. Tee trinken. Abends. Und in der Küche sitzen. Also, die wichtigste Regel ist, den Fernseher, den musst du vergessen. Also der Fernseher ist wirklich der absolute Gegner. Na klar würde ich jetzt lieber vor der Glotze sitzen und Trash-TV gucken,
Aber nein, ich gehe spazieren mit einem nörgelnden Baby. Und wie ist es denn mit deinem sonstigen Sportprogramm, mit deinem Wingfit? Also der Switch? Das hat schon Spaß gemacht, aber irgendwie habe ich es nie wieder dann gemacht nach 4 Mal oder so. Wir haben Ellen sogar noch einen Ring gekauft. Aber ich habe sämtliche Sportgeräte schon gekauft, ja. Also Ringfit. Der einzige Ring, den ich trage, ist der hier. Oh. Ist sie nicht die süßeste Frau auf der ganzen Welt? Ist sie. Ein Verdrängungstipp, also ein Vermeidungstipp, vor der Glotze zu liegen, haben wir uns vorgenommen, auszumisten. Heute zum Beispiel ist Ellens Nagellacksammlung dran. Boah, das riecht schon, wenn man das macht, aufmacht, dann denkt man... Ich mag meine Nagellacke eigentlich alle ganz gerne. Also von daher kann ich jetzt nur... Den kann ich aussortieren. Was ist das? Grün oder gelb? Keine Ahnung. Ja, den hast du ja jetzt auch sortiert. Ja, fertig. Nix fertig. Also den muss ich behalten. Und den muss ich auch behalten. Und Ellen, du sagst auch, den muss ich auch behalten. Mach dich jetzt nicht lächerlich. Weißt du, wenn man einfach so, egal was ihr für eine Farbe tragt, ihr könnt einfach Pizza drüber machen. Okay, interessiert euch wahrscheinlich nicht. Mir egal. Der kann weg. Aber den hellblauen, den trage ich nämlich. Ja, dann nimm den hellblauen. Aber was ist das? Ist das auch hellblau oder ist das grün? Ey, du hast für wie teuer so eine Pulle? Der ist eigentlich ganz cool aus. Okay, die behalte ich. Wie teuer ist so eine Pulle? Naja, so 1-2 Euro. Nee, das stimmt nicht. Wie teuer ist die? Sag mal ehrlich, ich möchte das rausfinden. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. 5 Euro? Ja, ein bisschen mehr, glaube ich. Wir sagen mal 5, damit ich es ausrechnen kann. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Euro. Ellen! Hier ist es. Was gibt man dafür aus? 64 Tacken, also 65 Tacken. Also musst du es auch intensiv nutzen, ne? Aber ich habe sämtliche Sportgeräte schon gekauft, ja. Deswegen stehen die auch in einer extra schönen Glasbox. Ist schon schön, ne? Und man muss dazu sagen, diese Box hat Steffi mir mal geschenkt. Also es ist jetzt nicht so. Du fandest das schon auch, dass es hübsch aussieht, wenn das so steht. Das stimmt. Außerdem hatte ich immer Weihnachtsgeschenke. Ja. Außerdem glaube ich, dass es jetzt gar nicht so eine schlechte Anschaffung ist, weil ich bin mir sicher, unter deinen Jugendlichen gibt es einige, die sich freuen über verschiedene Nagellacke von Essie. Du meinst, wir bestechen unsere Gemeindemitglieder? Ja. Naja, aber als Ausmiss-Challenge, normalerweise bei einigen Dingen ging es tatsächlich auch nochmal ein bisschen härter, krasser zu und auch ein bisschen hin und her. Brauche ich nicht, brauche ich vielleicht, brauche ich nicht. Das war für einige Sachen, hatten wir schon schwere Entscheidungen, ob wir es jetzt wegtun oder nicht. Wir hatten sogar das Bett weggeschmissen. Ja, aber das aus vielen Gründen, nicht nur aus... Fiese mal raus, hier ballern. War ein hohes Boxspringbett, deswegen haben wir es das Jugendamt. Okay, wir haben es weggetan, weil es uns nicht mehr gefallen hat. Ja. Also, genau, von daher, das waren schon schwerere Entscheidungen, aber ist schon eine gute Sache, hattest du was zu tun, denkst du nicht ans Essen. Genau, und außerdem musst du dann ja auch immer zum Schrottplatz fahren. Ja. Du, also, nur jede Zeit vom Fernseher vermeiden. So, ich gehe jetzt hier weg mit Posen. Und ich bringe die lieber schnell in Sicherheit. Also, das Wichtigste, hat Steffi mir gesagt, ist, dass wenn sie abnehmen will, sie bei jeder Mahlzeit 30 Gramm Eiweiß braucht. Ich habe das errechnet anhand meiner Schlankheit. Genau. 30 Gramm Eiweiß ist eine ganze Menge. Häufig gibt es deswegen zum Mittagessen Rührei. Für jede Person 3 Eier. Dann hat man auf jeden Fall seinen Eiweißbedarf gedeckt. Dazu gibt es immer Speck und Zwiebeln mit rein. Okay, manchmal gibt es auch ganz unterschiedliches. Mit Tofu schmeckt es auch ganz gut. Und mit Feta. Achso, Tofu, Feta. Da variieren wir, um das überhaupt durchzuhalten. Aber genau, das ist so das typische Mittagessen auf jeden Fall. Und der Vorteil daran ist an sowas wie Rührei, das schafft, man braucht nur eine Herdplatte. Also auch wenn wir im Büro sind und in der kleinen Küche, dann schaffen wir das auch zu machen. Erzähl mal was von deiner Erfahrung. Seit, wir müssen mal ausrechnen, wie viele Monaten, aber auf jeden Fall 3 Monaten essen wir täglich 3 Rührei. Wir essen sehr häufig Rührei. Ich würde sagen an 6 Tagen in der Woche. Ich glaube, wenn man sich auf so Diäten einlässt, eigentlich bin ich dann der Meinung, müsste man eine Diät kreieren, die keine Diät ist, sondern die einfach eine lebenslange Ernährungsform ist.
Und nein, ich schaffe es nicht, für den Rest meines Lebens an jedem Mittag Rührei zu essen. Aber wenn es erstmal darum geht, reinzukommen, einen regelmäßigen Rhythmus zu finden und wirklich jeden Mittag zu essen, ist es gut, sich erstmal was zu überlegen, was wirklich immer geht. Und von daher muss ich Steffi schon recht geben, es ist schon erstmal sinnvoll. Ist nicht so, dass immer nur Ellie kocht. Also Ellie macht meistens das Rührei. Aber nur, weil ich unseren Obstteller dazu mache. Wir wollen ja nicht einseitig uns ernähren. Also es ist schon nicht so vitamin- und nahrhaft, vitaminreich. Deswegen mache ich immer noch einen Obstteller. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil ich will immer so ein bisschen Süßigkeiten haben. Ihr müsst mal ihr Lieblingsstück jetzt sehen. Das ist ihr Obstkorb. Ja, ich glaube, die Mango muss weg, sehe ich durch die Kamera. Ja, dann sollten wir die heute mal essen. Das machst du aber schön. Ja, ich weiß mal nicht so. Also eigentlich erwartet man bei einem YouTube ja jetzt so Lifehacks. Wie schäle ich eine Mango? Ich glaube, da gibt es auch schon unzählige. Im Glas oder was die nicht alle können, ey. Also ich schneide immer so viel ich kann und dann nage ich den Kern ab. Ich finde, das ist auch ein Lifehack. Ich finde, es hat auch was Animalisches, so einen Kern abzuessen. Es gibt ja so Diätmenschen, die sagen, man soll kein Obst essen, weil da so viel Fruchtzucker drin ist. Ja, aber ich mache ja auch keine Diät, sondern ich versuche ja irgendwie dauerhaft zu gucken, wie das hier funktionieren kann. Und es gibt auch Rückschritte, so ist es nicht. Also dieser Obstteller ist auch manchmal einfach eine Packung Rittersport oder so. Ne? Nicht cool, ich hasse mich dann auch, aber the real. So, Essen ist jetzt fertig. Jetzt musst du filmen, wie ich das auch wirklich esse, dass sie sehen, dass ich Schnittlauch esse. Du isst etwas, wo die Farbe grün mit drin ist, ja. Möchtest du noch deinen extra Psycho sich selbst übertricksen Hack verraten? Naja, ich mache das ja nicht wirklich, aber es hat schon Sinn, wenn man kleine Teller nimmt, weil dann sieht es mehr aus. Aber eigentlich, ganz ehrlich, auf sowas achte ich ja gar nicht. Das ist alles einfach nur selbstverarschend. Ich weiß, ich muss die Hälfte essen von dem, was ich sonst gegessen habe. Wir sind keine ErnährungsexpertInnen. Also überhaupt nicht. Und von daher können wir auch nur aus eigener Erfahrung berichten. Und nur, was uns quasi jetzt zu dem jetzigen Ergebnis hergebracht hat. Falls ihr irgendwelche Probleme habt, falls ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr fühlt euch nicht nur unwohl mit eurer Ernährung, sondern da könnte mehr hinterstecken, sucht Leute auf, die davon Ahnung haben. Wir können lateinische Texte ins Deutsche übersetzen. Das können wir nicht. Da hören unsere Qualifikationen offiziell auf. Also von daher, wir können sagen, wir sind so gute Ernährungsberater, wie wir Latein übersetzen. Zero! Flexi-Stab. Dieses Teil ist eines vieler, vieler Sportversuche von Steffi, mit denen sie gesagt hat, sie macht das jetzt regelmäßig, weil das kann sie abends vor dem Fernseher machen und dann wird sie richtig sportlich und nimmt dabei ganz automatisch Kilos ab. Anfang des letzten Jahres, nee, Mitte des letzten Jahres, irgendwann im letzten Jahr, hat sie sich auch einen Hula-Hoop-Ring angeschafft. Das war auch gerade in und sie hat gesagt, oh, wie super, kann man abends vom Fernseher machen, nimmt man automatisch bei ab. Sie hat sich dann den Hula-Hoop-Ring und so einen Gürtel gekauft, damit man vor blauen Flecken und so weiter geschützt ist. Sie hat das Ding zweimal ausprobiert und das ist weggelandet. Genauso wie mit dem Flexi-Stab. Jetzt kam ja bei der Switch dieser Ring mit dazu und für mich auch nochmal extra einen Ring, damit ich mitmache. Ich hätte mitgemacht, aber Steffi hat nicht mitgemacht. Sie ist auch einmal hier in den Sportverein eingetreten, weil sie gesagt hat, ey, ich bin einfach nicht so die Einzelsportlerin. Ich brauche einen Teamsport mit anderen zusammen. Ich fange an mit Badminton spielen. Und da habe ich schon gesagt, erst wenn du viermal hingegangen bist, kriegst du den Schläger. Dann ist sie viermal hingegangen, hat den Schläger bekommen und ich glaube, er kam nicht einmal zum Einsatz. Doch, zweimal. Natürlich, zweimal kam er zum Einsatz. Ich glaube, ehrlich gesagt, stimmt das nicht. Du hast diese ganzen Geräte rausgekramt, hast, ey. Was ja auch noch gesagt werden muss, ach guck mal, hier ist sogar noch in der Sporttasche, wie praktisch. Da ist ein Asthma-Spray raus, ne? Ist wahrscheinlich bei einem der sechs Male, wo ich es hatte. Aber gut, wir haben noch einen Sekt. Kürzlich erst haben wir einen Heimtrainer verkauft. So ein Fahrrad, wisst ihr? Wo man drauf sitzt. Voll schön.
und Steffi sich gesagt hat, hey, wie super, da kann ich abends immer vor dem Fernseher draufsitzen. Also, ich glaube, was ich eigentlich gar nicht, ich möchte gar nicht nur Steffi bashen. Ich glaube, viele von uns haben diese Leichen im Keller, Dinge, die man sich wahrscheinlich meistens sogar im Januar anschafft, um endlich Sport zu machen. Heimtrainer und Co. werden zum Kleiderständer, vielmehr nicht. Ich glaube, man muss nicht da ansetzen, was kann ich abends vor dem Fernseher machen tatsächlich, sondern man muss, wenn man weiß, der Fernseher ist die Schwachstelle, den Fernseher vermeiden. Prinzipiell glaube ich, das Wichtigste ist die Ernährung. Sport kann obendrauf kommen, muss aber nicht. Und wenn, dann sucht euch nicht Dinge, die in euren schlechten Gewohnheitenplan passen, sondern schafft euch gute Gewohnheiten. Dann müsst ihr jetzt nicht da sitzen und ganz viele eBay-Kleinanzeigen aufgeben, um erstmal zu googeln, wie diese Flexi-Stäbe denn eigentlich heißen. Beim Abendessen im Gegensatz zum Mittagessen haben wir gesagt, Abend muss es dann wenigstens irgendwas geben, was uns schmeckt. Wenn es dauerhaft sein soll, nützt es nichts, wenn wir auf Genuss verzichten und von daher soll es da was geben, was uns schmeckt. Und das bereitet Steffi jetzt gerade vor. Aber es gibt doch gar keine Schokolade. Heute ist Sonntag und deswegen gibt's Fleisch. Normalerweise ist es nämlich ganz schön schwer, 30 Gramm Eiweiß ohne Fleisch. Aber wir haben echt Light Chicken entdeckt, das ist ganz cool. Und Tofu wird auch immer besser. Wenn man den wirklich am Abend einlegt, dann kann man den auch gut essen. Aber so purer Tofu, das finde ich schon auch ein bisschen fad. Heute ist Sonntag, das ist völlig egal. Da darf ich ein schönes Steak essen. Guck mal. Ellie kriegt ein halbes, ich anderthalb. Das ist ja tatsächlich bei uns im Haushalt immer ein Riesenthema zwischen ich will nicht so gerne Fleisch essen und Steffi liebt Fleisch. Und da muss man ja überall, in jeder Familie, in jeder Beziehung irgendeinen Kompromiss finden. Bei uns ist das so, dass sonntags auf jeden Fall ein Fleischtag ist und Steffi sich da wirklich was wünschen kann. Und der Kompromiss ist auch, dass wir dann nur richtig, richtig gutes Fleisch kaufen. Also direkt vom Metzger, hier in Eimer haben wir keinen direkten Metzger mehr, aber dann möglichst Bio oder so, weil dann tut es im Zweifelsfall auch im Portemonnaie ein bisschen weh. Und das hilft. So, und sonntags gibt es auch Kerzen und für Fidibus ganz viele Leckereien. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig bei jeder Diät, die man so macht. Essen ist trotzdem etwas Tolles. Essen ist schön, Essen ist ein Geschenk. Wichtig und richtig. So, jetzt habt ihr euch das ganze Zeug hier angeguckt. Jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, ob ich es geschafft habe. Knapp 126, ich glaube 125, 9 waren es. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Auf geht's. Ich kann es gar nicht lesen. Steht denn da? 159, 9. Boah, bis Ende des Jahres 10 Kilo in der Weihnachtszeit als Pastorin. Ach du Scheibenhonig. Mit diesen ganzen Veranstaltungen. Aber dann fing es an. Dann habe ich einen Praktikant bekommen. Und mein Praktikant, der hat echt ein Mestpraktikum gehabt. Der musste alles essen, was ich auf den Tellern hatte. Wirklich alles. Niklas, ganz lieben Dank. Du hast wirklich für vier gegessen. Es ist wirklich... Danke. Die jetzt kommende Aufnahme habe ich vor den Feiertagen gemacht. Diese Aufnahme für euch kurz vor Weihnachten. 115,9 brauche ich ja, um diese 10 Kilo geknackt zu haben. Und es könnte heute soweit sein, dass ich die geknackt habe. Und dann bin ich das ein für alle Mal los, weil ihr einmal ein wirklich real, versprochen, ungefälschtes Wiegerergebnis habt. Vielleicht muss ich ja noch eine Woche. Okay. Ich hab wirklich keine Ahnung. Na? Das ist so cool. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Man sieht es auch an meinem Hemd. Guck mal, wie groß das ist. Doch, man sieht es auch an der Hose. Ja, die konnte ich nicht mehr anziehen. Das ist eine Hose, die ich jetzt wieder entdeckt habe. Und meine Sekretärin hat mir hier schon ein Gürtelloch reinmachen müssen. Bis hierhin gingen die Löcher und dann hat sie schon 3 dazu gemacht. Dafür haben Pastorinnen Sekretärin? Naja, der Vater ist Gerber und deswegen hat sie so eine Zange. Ich habe ja gar nicht so eine Zange. Und jetzt ist es ja voll lustig, weil jetzt schlackert das hier so. Ich gleich immer eine Peitsche mit dabei.
Also jedenfalls bin ich ein bisschen stolz auf dich. Ich bin dolle stolz auf dich. Das hast du wirklich krass gut durchgehalten. Ja, aber jetzt kann ich wieder essen. Naja, wie wäre es einfach weiter mit gesund essen? Ja, schmeckt ja auch viel besser. Aber jedenfalls, ja, vielleicht mache ich ja auch weiter, ich weiß es nicht, aber es war schon jetzt ganz schön krass harter Kampf. Das ist nämlich immer so eine Lüge mit, man hat keinen Hunger und man verzichtet auf nichts und wir brauchen noch so Konfetti. Ich will Fidi übrigens beibringen, Party hart. Aber Fidi macht man nicht. Noch nicht. Boah, jetzt hatte ich gedacht, als ich dann nach Neujahr aufs Wagchen gegangen bin, dass ich jetzt wieder voll zugenommen hat. Hat sie gar nicht. Habe ich gar nicht. Es sind jetzt sogar 115 Kilo, als es stand jetzt. Ja. Da muss schon noch ein bisschen runter. Aber ich mache hier keine Versprechen mehr, wann diese 10 Kilo da runter sind. Also 10 willst du aber noch. Ach, ich weiß nicht. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Außerdem dachte ich ja, danach werde ich so Ernährungscoach und verdiene mir eine goldene Nase. Das ist eigentlich mein Ziel. Wirklich, ich glaube, die Art, wie Steffi das macht, sich nichts direkt vornehmen, nicht in 8 Wochen 20 Kilo verlieren und so, ist, glaube ich, insgesamt schon gesund. So rein biblisch gesehen muss man auch mal sagen, natürlich sollen wir nicht eitel sein und so, aber uns ist nicht nur unsere Seele, sondern auch unser Körper von Gott geschenkt worden. Und mit dem gut umzugehen, finde ich schon richtig. Halten wir ganz kurz fest, wichtig und richtig. Aber gut mit dem Körper umgehen kann ganz viel Verschiedenes bedeuten. Und in einer sehr, sehr, sehr weiten Range, die ich auf jeden Fall viel weiter fassen würde, als es der BMI vorgibt, von dem ich als Messinstrument nicht so viel halte, würde ich sagen, kann man sich da wohlfühlen. Und als wir hier angekommen sind, da hast du dich wohlgefühlt. Und da warst du nicht bei kleiner Größe 38. Ich müsste jetzt für einen normalen BMI nach 35 Kilo abnehmen. Ja, und ob du dich dann nochmal wohlfühlst, überhaupt würde ich nicht. Ich bin 80, ich glaube, dann wiege ich 80. Ja, ist schon krass. Also deswegen, also lasst sowas wie BMI weg, guckt in den Spiegel, überlegt euch, beschäftigt euch mit euch selbst und vor allem macht das Ganze nicht als Kampf gegen euch selber, sondern fangt vorher an, euch zu mögen. So wie Steffi. Ich glaube, dann klappt das auch. Elli, das ist mir ein bisschen platt. Nee, das ist nicht platt. Das ist einfach... Fang an, euch vorher zu mögen. Das ist so, wenn du die ganze Zeit nur gegen deinen eigenen Körper ankämpfst so, und sagst so, scheiße, ich sehe scheiße aus, ich sehe Schwabbel, Ekel. So, wenn du das die ganze Zeit so machst mit so einem völlig scheiß Selbstbild von dir, dann klappt das nicht. Ja, das stimmt. Du musst dich immer weiter hassen und hassen und hassen. Ja, aber das ist so, wie ich sage... Komm mal aus dir heraus, das schaffst du ja auch nicht. Ja, aber das heißt, bevor man sich in irgendeinen Kampf begibt, sollte der Kampf der um die Liebe sein und nicht der gegen den eigenen Körper. Das ist nicht glatt, das ist total wichtig. Ja. Du liebst dich auch nicht, wenn du mehr drauf hast. Na, ich habe sowieso ein riesengroßes Problem mit meinem Körper, aber deswegen fange ich jetzt auch nicht eine Ablehnkur an, weil das muss erstmal in meinem Kopf anfangen oder in meinem Herzen, je nachdem, wie man sieht. Ich finde dich wunderschön. Ja, und daraus ziehe ich ja auch ganz viel. Okay, und bevor wir jetzt anfangen, voll auf der Kamera zu schmusen, sagen wir mal für heute. Oh, Fidi meldet sich. Tschüss. Tschüss. Dann bleibt jetzt nur noch eins, und zwar, wir müssen aufklären, wohin mein Kilogeld geht. 100 Euro pro Kilo? 100 Euro pro Kilo. Das sind 1000 Euro und plus... 10 Kilo habe ich, 10 Euro pro Kilo, habe ich gesagt, lege ich noch mal oben drauf. Es sind also 1.100 Euro. Und hast du den Grund ausgesucht oder den Zweck? Den haben wir uns ausgesucht, ja. Wir haben lange diskutiert und wir haben es ja in unserer Gemeinde vor allem viel mit Jugendlichen zu tun, weil die Jugendarbeit hier so stark ist. Und da ist uns gerade in der Begegnung mit queeren Jugendlichen immer wieder das aufgefallen, was uns selber aufgefallen ist, als wir jugendlich waren. Nämlich wie wichtig bei Veränderungen, bei Entscheidungen, bei Lebenswegen, die irgendwie anders verlaufen als geplant, das allerengste Umfeld ist Eltern, Geschwister, die engsten Lehrer, dass die mitziehen und quasi so als Cheerleader mit am Rand stehen. Und deswegen haben wir uns für einen besonderen Verein entschieden, nämlich Transkindernetz e.V. Alle Infos auch nochmal unten in der Infobox. Guckt da mal vorbei, die bieten Unterstützung an. Die fahren mehrmals pro Jahr mit Eltern und den Kindern und Jugendlichen weg. Die unterstützen Trans-Eltern bei erster Beratung. Die bieten Wege hin zu professioneller Beratung an. Die sorgen also dafür, dass das Umfeld von Transkindern und Jugendlichen möglichst supportend ist. Und ich finde das total wichtig für alle Kinder und Jugendlichen, die sich auf dem Weg einer Transition begeben. Und dementsprechend kriegen die unsere volle Unterstützung. Und
die ich weiß, dass die sich auch sehr über die Zuwendung freuen. Na dann, haut die Kohle auf den Kopf. Und guckt mal bei denen auf ihrer Seite vorbei, die machen wirklich ganz tolle Arbeit. So, dann gilt jetzt nur noch für euch und für alle anderen aus dem Verein, bleibt behütet. Ciao.